Ja, moin! Willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Wir sind in einem 1 gegen 1 Raum und das Ganze auf der Schmelztiegel-Map. Ist das nicht geil? Ja! Wunderbär! Oh mein Gott, ich raste aus. Ja, das dazu. Ich will ganz kurz das Schwert haben. Dankeschön. Danke. Und am besten statt einem... Komm ran. Es wäre so lustig gewesen, hätte ich ihn nur durch die Tränke umgebracht, aber hey. Komm ran, du Schwein! Ja, was geht ab? Das war meine Blitzrunde. Läuft bei mir. Ja, wir sind hier im, in einem wirklich sehr, sehr kleinen Raum und ich hoffe, dass einige weitere Leute reinkommen. Ich hoffe, dass der Typ mich nicht rauswirft. Komm, warten wir nicht lange, fackeln wir nicht lange rum, direkt die nächste Map rausziehen, weil der Typ ist so geil, der drückt immer auf bereit. So, davon kann sich der ein oder andere Minecraft Battle Minigame Spieler eine Scheibe abschneiden. Aber Team will ich hier ganz bestimmt nicht. So sehe ich nicht aus. Ne? Komm, ich lasse ihm sogar eine Chance. Ich gehe weg. Und er kann dann irgendwie geilen Stuff collecten. Während ich auch geilen Stuff collecte. So. Ich hoffe, dass so viele Leute reinkommen, dass der Raum sich auch dann bald mal aufs Maximum füllt. Das fände ich sehr cool. Ja, das wäre wirklich eins wahr gewordener Traum, wenn es auch wirklich dann wahr werden würde und so, ne? Klar. Okay, machen wir ihn fertig. Komm ran, du Schwein! Er hat ja nicht mal irgendwie Rüstung oder so. Ja, los. Nein, danke, ich will kämpfen. Hör auf, lass den Scheiß. Komm, kämpf mit mir. Komm. Kämpf mit mir, los. Brutz. Kämpf mit mir. Kämpf mit mir, Mann. Komm schon. Reiß dich zusammen, hör auf zu ziehen, Mann. Das ist dreckig. Nein, hör auf, Mann. Ey, das tut mir da wirklich leid, aber... Es tut mir leid. Aber mit Team und so, da habe ich keinen Bock drauf. Hör auf, lass das. Ich meine, er ist schon so cool drauf und drückt auch bereit, um in die nächste Map zu kommen, aber... Jetzt hoffe ich mir wirklich, dass der andere auch auf bereit klickt. Komm schon. Mach keinen Müll. Komm ran, Brutz. Ich gebe dir kurz eins Elytra. Ja. Oh, der Raum füllt sich, Jungs. Das ist geil. Ja. Ansonsten, ich wollte noch irgendwas an euch richten. Ich wollte meine Sprache nutzen, um euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Nur was ist das Ganze? Habe ich alles gesagt, was man sagen muss, damit ihr Bescheid wisst? Das hier ist gerade ein wunderschöner neuer Raum, ja. Oh, und es ist noch einer reingekommen. So muss das sein. Schön. Und so wie es aussieht, also ihr müsst wissen, ich kam in den Raum rein und war im Raum drin. Das war richtig geil. Und nicht nur das. Nicht nur das. Als ich reingekommen bin. Naja, hat die Zeit runtergezählt. Ich dachte mir so, ich gucke gerade ein Video von Creepypasta Punch und, es wird knapp. Schaffe ich es, das Video zu Ende zu gucken? Aber ich kann euch natürlich beruhigen. Ich habe es geschafft. Ich habe das Video zu Ende geschaut. Es ging irgendwie um künstliche Intelligenzen und um Google-Übersetzer und um die beiden Facebook- KIs, ach, irgendwas Behindertes und, naja, Creepypasta Punch meinte, oh, wird es bald soweit sein, wird die künstliche Intelligenz das menschliche Leben ersetzen. Was genauso eine schwachsinnige Aussage ist, wie zum Beispiel Gott. Nein, nicht Gott, das ist keine schwachsinnige Aussage, bitte hören Sie auf, mir das zu unterstellen, Dankeschön.
Da ist jemand. Soll ich dran gehen? Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Es ist genauso eine schwachsinnige Aussage, wie dass der Döner bald die Menschen ersetzen wird. Wir teamen hier nicht, Mann! Lass das ganz schnell sein, du Schwein! Ah! Ah! Okay, jetzt muss ich nur mit den Händen schlagen. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders! Was ist das für ein Raum? Oh, heilige Scheiße. Ah! Man will denen ja auch eine Chance geben, ne? Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das hier etwas jüngere Mitspieler sind, die sich denken. Ja, cool! Minecraft! Bitte Minigame! Mit Leuten spielen, ja? Los, baller ihn ab. Baller ihn ab, mein Freund! Mache ihn kalt. Aber ich, nochmal um auf dieses KI-Thema zurückzukommen, um auf dieses künstliche Intelligenzen-Thema nochmal zu sprechen zu kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Menschheit irgendwann von der KI ersetzt wird und so. Also, ob die Intelligenz der künstlichen Intelligenz irgendwann an so einem Punkt ist, dass sie schlauer ist als die Menschheit, sodass sie, naja, die Menschheit ausschlachten kann und halt wirklich, ja, ich sag mal, vollständig ersetzen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin in diesem Thema nicht so ganz drin. Ich habe mich mit solchen Lappalien nicht allzu sehr befasst, ja. Es gibt ja auch, es steht ja auch hier die Frage im Raum, ob denn das menschliche Wissen irgendwann an einem Punkt kommt, wo es ausgereizt ist, wo man nicht mehr etwas Neues erschaffen kann, kreieren kann, wo Innovation ein Fremdwort werden wird. Das Ganze nennt sich die technologische Singularität und wie ein Wissenschaftler herausgefunden hat, oder was heißt herausgefunden, aber er hat berechnet, dass im Jahre 2045 die Technologie an einem Punkt ist, an dem die Menschheit keine innovativen Mittel mehr entwickeln kann. Ob das Ganze jemals eintreffen wird, das weiß ich nicht. Weil, ich meine, irgendwann, so wenn es im Jahre 2045 eintreffen sollte, dass man nichts mehr Neues erschaffen kann, was ist denn, wenn irgendwann nach 100 Jahren ein Superbrain entsteht oder geboren wird, das nochmal dreifach so schlau ist wie Albert Einstein und, naja, etwas vollkommen Neues erschafft. Ich weiß es nicht. Also du kannst es halt nicht sagen, ohne dass du wirklich in diese Zeit blickst, in der diese Singularität entsteht. Es ist ein schwieriges Thema. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann eintreffen wird, dass die Menschheit erstens innovationsmäßig an einen Nullpunkt kommt und an dem die Menschheit an einen Punkt kommt, an dem sie von der KI ersetzt wird, von der künstlichen Intelligenz, ja, von den Robotern, wenn man so möchte, ja. Da gibt es ja sämtliche Sci-Fi-Filme, die das beschreiben. iRobot zum Beispiel mit Will Smith zeigt das ganz eindrucksvoll, wie die Menschlichkeit von den Robotern droht, unterjocht zu werden. Aber jetzt mal ehrlich, ganz so sicher bin ich mir über diese Sache jetzt nicht. Ich war nicht fertig, du Sau!
Boah, wie jeder Trank gehittet hat, Alter. Ich bin so geil. Lol. Na los, komm heran, du Sau. Damit ich dich penetrieren kann. Ja. Komm ran. Ja, jetzt ist das zwar für 7 Sekunden geschwächt, aber werde ich es in den 7 Sekunden schaffen, mit ihm zu kämpfen? Ich glaube nicht. Komm, wir müssten einen Kill machen, damit wir am Ende den Score nach oben ziehen können. Hey, hör auf! Ich will deinen Bruder töten. Ja! Ja, jetzt abhauen, ne, du kleine Sau, du. Du kleines Schwein. LOL! Ja. Okay, jetzt schnell was essen. Besser ist das. Aber wenn ja so ein paar Physikgenies unter euch sind. Vielleicht, kann ja sein. Vielleicht hat sich irgendein Physikgenie auf dieses Video verirrt. Was meint ihr? Wie ist eure Meinung? Denkt ihr, dass wir irgendwann im Laufe der Menschheit an einen Punkt kommen, wo wir an die technische Singularität stoßen? Das heißt, werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir nichts Neues mehr kreieren können? Also mit Neues meine ich wirklich so neue technische Wunderwerke, neue Erfindungen. Der innovativste Shit von den innovativsten Shithaftigkeiten. Wird es irgendwann einen Punkt in unserem Leben und in der Menschheit geben, an dem wir nichts mehr Neues entwickeln können? An dem nichts mehr Neues erschafft werden kann? Man möge ja meinen, nichts ist unmöglich Toyota, aber vielleicht haben diese Zweifler ja nicht ganz unrecht, ja? Eventuell. Diese Realisten, diese Neuzeitrealisten, die meinen, irgendwann ist die Menschheit nicht nur, ich sag mal, Developer, erfindungsmäßig dem Untergang geweiht, Engineer-mäßig dem Untergang geweiht, sondern auch wirklich KI-mäßig, ja. Kommt irgendwann der Punkt, an dem die Menschheit sich denkt, ja, wir haben alles entwickelt, was es zu entwickeln gibt. Es gibt nichts mehr. Wir sind ausgebrannt. Burnout. Wir haben nichts mehr, was wir machen können. Es gibt nichts Neues mehr. Wir könnten vielleicht noch Minecraft 2 machen, aber das würde Minecraft 1 gleichen und so. Ich bin der Meinung, weder das eine noch das andere könnte zutreffen. Also, ich bin der Meinung, so wenn im Jahre 2045 eine technische Singularität eintrifft, was nicht sein kann, weil, also ich glaube da nicht dran, weil im Jahre 2045 wird niemals alles so auf dem Stand sein, dass alles perfekt läuft, so. Im Jahre 2045 wird es keine Elektro, also schätze ich jetzt mal, ich denke nicht, dass es in 30 Autos, zum Beispiel Elektroautos geben wird, die sich, die innerhalb von kürzester Zeit aufgeladen werden und auch dementsprechend in kürzester Zeit krassere Distanzen zurücklegen können als Benzin- oder Dieselautos. Oder ich meine, es ist ja immer so die Sache, wie kann man die physikalischen Gesetze aushebeln? Wie kann man das am besten machen? Ja. Die größte Hürde der Menschheit ist ja wirklich da, die wie sagt man, es gibt da einen Fachbegriff für. Oh, ich hab's vergessen. Ich muss das jetzt kurz googeln, das Wort, weil ich hab's vergessen. Aber halt diese physikalischen Maßregeln, die uns alle maßregeln. Irgendwann kommt der Punkt, an dem wir aufgrund der Physik daran scheitern. Und wir versuchen ja, die Physik weiter auszuhebeln und, ja, die ganze Quantenmechanik, das ist das Wort, das mir gerade eben nicht eingefallen ist. Wir scheitern quasi schon direkt an der ganzen Quantenmechanik. Mechanik? Natürlich Mechanik, was denn sonst, ne? Die Quantenmechanik ist halt so ein Ding, das uns
bestimmte Regeln vorschreibt. Und an die haben wir uns zu halten, weil es ist Physik und die Physik, die lässt nicht mit sich reden. Das sind die Naturregeln. Und ob es irgendwann mal so weit kommen wird, dass Handys sich von selbst aufladen oder überhaupt keinen Akku mehr besitzen, weil man irgendwie an einen Punkt gekommen ist, an dem beispielsweise die Akkus nie wieder leer gehen, sondern sich immer wieder neu aufladen oder so. Oder generell, dass ein Smartphone immer wieder auf dem Stand von 100% ist, dass ein Laptop immer wieder auf dem Stand von 100% ist. Oder nicht. Sowas zum Beispiel. Das sind so Fragen. So. An sich scheint es ja unmöglich zu sein, weil durch Energieaufwand geht auch Energie verloren. Keine Ahnung. Leistung verbraucht Energie und du kannst nicht sagen, oh, mein Smartphone, es lädt sich zum Glück immer von selbst wieder auf. Geil. Oh, mein Laptop, es geht niemals leer. Das kann man doch nicht sagen. Also ich finde, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal möglich ist. Das wissen wir halt nicht. Da müssen wir entweder in die Glaskugel schauen oder wir müssen schauen, ob denn sowas eintreffen kann, wie das, was ein gewisser Wissenschaftler gesagt hat, dass der technische Höchststand im Jahre 2045 erreicht werden wird. Ich bin mal optimistisch vorsichtig und sage, nein, wird es nicht. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Was ist hier gerade los? Hallo? Heilige Scheiße. Komm ran, du Schwein, du! Ja, in die Lava mit dir, du Sau. Und es laggt. Perfekt. Ach, der Typ lebt noch. Ja, ganz toll. Ich denke nicht, dass im Jahre 2045 die technische Singularität erreicht ist oder die technologische Singularität. Dass sie irgendwann erreicht wird, das kann ich mir vorstellen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte halt sein. Es kann passieren, es muss aber nicht passieren. Also, im Jahre 2045, nein. Irgendwann im Laufe der Menschheit vielleicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem wirklich nichts mehr Neues möglich ist. Aber man kann es halt nie wissen. Was ist, wenn irgendwann ein zweiter Einstein geboren wird oder eine Fusion aus Einstein und einer anderen schlauen Person, keine Ahnung. Das weiß man nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann nach der technologischen Singularität jemand her, der nochmal alles neu aufzeigt und der ich komme nicht an die Truhe dran. Ach, doch, ich komme doch dran. Lol. Naja, gut. Also. Es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, Alter. Oh, fuck. Ich kann das bis jetzt nur mit einem weiß ich nicht oder vielleicht oder auch nein beantworten. Ganz so genau kann man sich halt nie sein. Ich meine, das 20. Jahrhundert hat gezeigt, was für schlaue Menschen auf diesem... Ey, ohne Witz bin ich vollkommen dumm oder so.
Dieses Jahrhundert, das letzte Jahrhundert, hat gezeigt, was für schlaue Menschen es geben kann. So. Oh, oh, hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen. Scheiße. Was macht er da? Was macht er denn da? Du Schwein! Okay. Ich denke mal, die technologische Singularität wird irgendwann vielleicht enden, aber dieses... Das ist vielleicht eine keine endgültige Stationierung oder keine endgültige Singularität. Es ist vielleicht eine teilweisige. Ich möchte damit sagen, bis zu dem Punkt, an dem kein weiterer Mensch dahergekommen ist, der das Weltbild oder die Technologie weiter nach oben geschraubt hat, bleibt die Singularität erstmal erhalten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wiederhole mich verdammt nochmal heftig hier. Ich sollte mich am besten klatschen für diese Scheiße. Oh, meine Fresse. Ich denke nicht, dass im Jahre 2045 irgendwann die technologische Singularität erreicht ist, aber irgendwann kann es passieren. Und diese wird dann Einzug halten und die wird dann so lange bestehen bleiben, bis ein weiterer schlauer Supermensch auf der Welt ist, der weitere technologische Hilfsmittel ins Leben gerufen hat. Das ist so, keine Ahnung, meine Meinung. Wie ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Machen Sie es gut. Hauen Sie rein. Und bye.